Falls ihr noch günstige und schnelle FIFA-Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, checkt mal gerne meine Sponsoren IGFold und MMOJOS. Die Links und Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Squad-Builder-Showdown. Heute mit der Transferkarte von Neymar bei Paris Saint-Germain, Leute. Und mit dabei ist Real FIFA. Max, was geht, Digga? Yo, was geht? Mal wieder ein Squad-Builder-Showdown. Lange ist es her, aber heute ist es mal wieder soweit. Richtig Bock, Alter. Neymar dreht durch. Aber Ligue 1 sind auch nicht die besten Gegner, muss man ja mal sagen. Ja, muss man ehrlich sagen, hat ja auch einen 97er Inform bekommen. Leute, wenn ihr zu dem 97er Inform auch noch vielleicht einen Squad-Builder-Showdown sehen wollt, dann würde ich sagen, lasst jetzt einfach mal ein Like da. 5000 Likes sind doch easy drin. Und schreibt Hashtag Neymar in die Kommentare, wenn ihr mit dem 97er Inform auch noch einen Squad-Builder-Showdown sehen wollt. Und dann würde ich sagen, können wir direkt anfangen, Leute. Ihr seht es schon noch kurz. By the way, ihr seht es schon, das neue Nice-Design wird auf jeden Fall demnächst in meinen Shop kommen, könnt ihr gerne mal auschecken, falls ihr darauf Bock habt. Auf der Gamescom wird es das auch geben, da sind wir beide ja auch vor Ort. Das heißt, falls ihr Bock habt, uns zu treffen, könnt ihr gerne auf der Gamescom vorbeikommen und da werden wir auf jeden Fall am Start sein, oder? Auf jeden Fall, kauft das Shirt, Digga. Okay. Jungs. Okay, dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt, bist du ready? Ja, mal warte, ich schreibe kurz die Formation. Ja, geil, okay, ich schreibe, Digga, komplett verpeilt. Okay, Okay, ich halte hoch, warte. Du hast eh eine Flügelformation, das ist ja safe, das weißt du bei mir auch. Ich hab die aufgeschrieben. Welcher? Warte, ach nee, ich muss ja sagen. Ich hab die 4-3-2-1. Für dich. Aufgeschrieben, meine ich. Okay, what? Ey, ich dachte gerade. Hä? Nein, ich dachte gerade, geil, ich hätte sie. Hä? Was machst du gerade? Ey, nee, ich Junge, dachte jetzt. Hä? Also, ich hab nicht die 4-3-2-1, ich hab die 4-3-2-1 für dich aufgeschrieben, verstehst du? Ach so, oh, dein Ernst? Ey. Ja, ich hab ihm ja schon richtig Hoffnung gemacht. Ey, hä? Aber vielleicht. Ich ey, hab... Ja, sag. Was? Ich hab gedacht, du hast die 4-3-2-1, deswegen dachte ich, geil, ich hab die nämlich aufgeschrieben. Okay, sag nochmal, welche Formation hast du jetzt? Ja, okay, jetzt fange ich an, ich hab die normale 4-3-3. Ich wollte schon sagen, vielleicht hab ich sie, ja. Okay, ey, ich bin gerade voll durcheinander, ich hab nämlich auch die 4-3-2-1 aufgeschrieben. Ach so, ja, okay, für dann. Okay, was hast du bei mir jetzt aufgeschrieben? Auch 4-3-2-1 hast du aufgeschrieben. Ja, welche hattest du? Ja, okay, kann ich auch enttäuschen. Ich habe die 4-3-3, die vierte. Ey, ich dachte am Anfang, du sagst am Anfang, ich habe die 4-3-2-1. Da dachte ich, geil, Alter. Formation. Ja, also, ich habe für dich aufgeschrieben, so gesehen. Ja, aber egal, was soll's, Alter. Voll kurios hier wieder alles. Was soll's. Ich würde sagen, wir starten jetzt in die ersten Spieler. Los geht's. Und Leute, nach dem ganzen Struggle hier bei der Formation, richtig kurios wieder, kommen wir zu den ersten Spielern. Jetzt fängst du an mit in die Kamera halten. So. Ja, so. Ich fange jetzt aber an mit Hochhalten, Stürmer und rechter Flügel. Das sind meine Spieler. Komm, ein von denen. Mein Stürmer, ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon hab oder ob ich ihn noch kaufen muss. Ich hab ihn noch nicht. Und zwar, es sei denn, du hast ihn, dann brauche ich ihn mir nicht holen. Komm, bitte. Es könnte sogar sein, dass du ihn hast. Es ist Edinson Cavani. Ich weiß nicht, ob du ihn hast. Ich schau mal gleich. Ich packe jetzt erstmal hier einfach den 88er rein, was soll's. Und rechter Flügel, ebenfalls neuer Teamkollege von Di Maria. Von Di Maria. Von Di Maria. Junge, der Typ ist so Di Maria. Durch, Alter. Voll durcheinander, Digga. Von PSG und zwar Di Maria. Vorher schon verraten. Geile Sache. Das sind meine beiden Spieler, wenn du nicht davon einen hast. Ja, die sind schon auffällig, muss ich sagen. Ja, ja, deswegen dachte ich, vielleicht nimmst du sie nicht, weil sie auffällig sind. Ja, und du hattest recht, Alter. Ich hab Mbappé und Lukas. Oh, gib's nicht, Alter. Okay, nice, Mann. Die waren so auffällig, dass ich schon wieder unauffällig war. Du kennst es. Okay, komm. Hau mal deine raus. Na gut, ich könnte jetzt Cavani haben eigentlich, theoretisch. Mal sehen, vielleicht habe ich ihn sogar. Ich kann dir sagen, ich habe einen Stürmer aus der Liga und zwar Mario Balotelli. Was für ein Biest, Junge. Und dann habe ich jetzt echt auf dem rechten Flügel einen Italiener und zwar Candreva von Inter. Cavani. Den wollte ich wieder nehmen, Tovar, aber nee, Mann. Du hast ihn, ich weiß noch, damals durch den Raten auf, seitdem hast du, glaube ich, einen Schock und nimmst den Typen nicht mehr mit. Okay, das heißt, wir dürfen beide die Spieler behalten. Ich hole noch kurz Cavani und dann sehen wir uns gleich im Mittelfeld wieder. Ja, Jungs, die Offensive steht bei dir. Ey, Junge, da hätte ich eigentlich drauf kommen müssen, ne, aber... Ja, eigentlich schon, aber das ist manchmal zu unauffällig, dass... Nee, zu auffällig, dass es schon wieder unauffällig ist. Das ist immer so, ey. Okay, komm, hau raus, deine Spieler. Ey, komm schon. Ja, ich halt hoch, der, ja, komm. Die musst du haben. Ich weiß es. Ich weiß es. Ehrlich? Bist du sicher? Okay, wir fangen mal an. Einen muss ich treffen. Komm. Einen musst du treffen. Okay, wir fangen mal rechts an. Da habe ich Hernanes. Linkes ZM ist dann Pjanic, also zwei Juve-Spieler. Und mein ZOM ist dann auch noch ein dritter Juve-Spieler. Und zwar ist es Paolo Dybala. Einer der krassesten Talente überhaupt auf der Welt. Ja. Das ist also mein Mittelfeld.
Ah, stabil. Habe ich auch nicht. Ja, ich okay. dachte, du bläst bei der Liga Draxler, Cyprien und Ferrati. Okay, aber okay, das war schon. Ja, das war schon schlau, muss man ja sagen. Okay, dann kommen wir zu deinen Spielern. Die habe ich aufgeschrieben, ich habe echt gar keine Ahnung. Du kannst echt einiges machen, muss man sagen. Das stimmt, ich kann Italiener nehmen, ich kann was auch immer nehmen. Ich fange erstmal an, auf der Neymar-Seite, da haben wir einen Ligue-1-Spieler und zwar Saive, Man of the Match. Kennt man vielleicht, kennt man nicht. Ey, den hatte ich mal im Beifall, ist geil, der Typ ist stabil, ich sag's dir. Der hat echt gute Werte, ja. Dann in der Mitte habe ich Seri von Nizza. Kann man drauf kommen. Und dann rechts habe ich Joao Mario. Okay, ich bin mit drei verschiedenen Ligen gegangen. Einmal mit La Liga Rafinha, einmal mit Serie A Immobile und einmal mit Verratti aus der Liga. Und keinen habe ich getroffen. Du hast alle behalten. Na gut, das war schon ein bisschen heikel mit Serie Team of the Season, aber trotzdem. Okay, stabil. Rechtsverteidiger jetzt wieder, ne? Schauen wir mal. Danke. So, ab geht's zu den Außenverteidigern. Und ich habe irgendwie, das Ding ist, wenn es gut läuft, dann könntest du vielleicht sogar beide haben, Alter. Scheiße. Wenn es sehr, sehr gut läuft, ich. Halt einfach mal hoch, Jungs. Ich sag dazu nichts. Du bist dran. Du hast einen wieder, Alter. Ich versuch's jedes Mal. Und diesmal auch auf der Rechtsverteidigerposition. Ich habe ihn extra noch nicht gekauft. Ja. Und zwar Dani Alves. Du wirst ihn hundertprozentig wieder haben. Aber es ging nicht an. Ich habe durchgehend an einer Lösung gesucht, aber ich wollte es irgendwie so in der Art bauen. Es ging also damit nicht anders. Und links habe ich ebenfalls einen Spieler, der Brasilianer ist. Und das ist Alexandro. Wie gesagt, beide ziemlich auffällig, könntest du auch beide, wenn es richtig gut läuft, haben. Das stimmt schon, weil wegen Juve und so weiter hat es vielleicht ein bisschen verraten. Habe ich einen. Darfst du da Alves das allererste Mal behalten? Die Antwort lautet nein. Scheiße. Und Alexandre darfst du auch nicht behalten. Ey, beide sogar. Ich habe gesagt, wenn's. Mann, ey, wenn es schlecht läuft, habe ich dir gesagt, könntest beide treffen. Ja, jetzt muss ich überlegen, ey, wo ich meinen Torwart hinstelle. Ich glaube, ich mache es auf die rechte Seite, weil Hernanes auch schwach ist. Dann hast du eine schwache Seite, hoffe ich. Ja, er versucht hier mit Taktik, okay, das heißt, rechts kommt mein Torwart hin. Komm, vielleicht kann ich mich jetzt rechnen und kann vielleicht einen von dir auch raten, hau raus, komm. Könntest du theoretisch schon machen. Ich fange einfach mal an mit dem Linksverteidiger. Und da habe ich einen aus der Liga, man mag es kaum glauben. Ich habe mich für den offensichtlichsten entschieden, und zwar Mondi, Team of the Season. Vielleicht hast du CDB oder Evra. Und als Rechtsverteidiger habe ich Alves von Juventus Turin. Hey, dein Mann, Alter, das kennst du nicht. Okay, du hast beide behalten. Ich habe CDB und Santon, Alter, Mann, Alter. Nice. Ey, Junge, Mondi, ne, der ist echt irgendwie gar nicht so... Ja, den kann ich check's auch nicht, Digga. Ich dachte, das ist auch wieder so ein Spieler, der zu auffällig ist und damit wieder unauffällig. Okay, das heißt, du hast bislang ein volles Team. Ich habe jetzt einen Bronzespieler. Ich habe hier sogar einen roten für Champions League. Zwei, Junge. Deine Außenverteidiger, Digga. Ja, zwei sogar. Hast du sogar? Scheiße, stimmt. Ja, okay. Naja, wir schauen mal. Ich pack beide Spieler rein. Und dann schauen wir mal. Zwei Spieler habe ich schon mal weggedrückt bei dir. Und jetzt kommen wir zu den letzten drei. Also, vielleicht treffe ich ja noch einen. Ja. Mein Team sieht so katastrophal aus, ganz ehrlich. Man, vor allem die Formation. Die Formation ist eigentlich blöd für einen Squad-Blasher, weil das so viele verschiedene Links sind. Na egal. Okay, komm, mach weiter. Schon. Bist du ready? Ey, oh, ich halt schon hoch, Digga. Das Ding ist, ich brauchte unbedingt diesen Dani Alves, weil sonst wäre der Kollege hier. Den wollte ich unbedingt mitnehmen. Nicht auf volle Chemie gekommen. Und zwar Dante. Dante, die Legende, Alter, richtig Dante, kranker Typ, muss man sagen. Der ist echt gut. Der ist echt gar nicht so schlecht. Ich weiß, ich kenne ihn von dir, Mann. Du hast ihn mir empfohlen, der ist echt nicht schlecht. Dann, links geht's weiter mit einer Serie A-Seite. Und zwar Manolas. Und im Tor, weiß ich gar nicht mehr, wie ich im Tor hatte, Digga. Es ist Alisson. Genau, Alisson. Once-to-Watch-Card. Das war die erste Once-to-Watch-Card, die ich in FIFA 18 gezogen hatte. Der war damals 12k wert. Jetzt ist er 30k wert. Ja, Junge, okay. Jetzt halte ich fest, Manolas habe ich schon mal nicht. Alisson kannst du nicht drauf kommen, bin ich ehrlich. Aber Dante. Aber ich habe Dante auch nicht. Leider nicht, Mann. Scheiße. Ey, ich habe jetzt mit diesem Team schon nur 78 Chemie, ne? Das wäre richtig broke geworden. Hättest du den jetzt auch noch, ey. Okay. Okay. Komm, jetzt zu deinen Spielern. Du weißt, wenn du jetzt einfach mir triffst, ne? Ist vorbei. Dann ist vorbei. Aber gut. Okay, komm, mach. Ich fange an, meine beiden Innenverteidiger ganz schnell. N'Golo in Form.
Und Jemerson in Form, der hat, glaube ich, einen neuen von Monaco. Brasilianer. Und im Tor habe ich Costil in Form. Na Mann, Alter, keinen einzigen, ey. Jawohl, Marquinhos, Junge. Ich dachte auch Dante. Und Subasic, ey, Mann, das Ding ist, ich habe jetzt 78 Chemie. Eigentlich könnte ich einen anderen Torhüter nehmen auf der Rechtsverteidigerposition, aber ich habe den als roten für Champions Bronze Spieler, deswegen will ich den eigentlich nehmen. Hätte ich zwar ein bisschen Chemie, aber mehr Chemie, aber scheiß drauf. Wir starten ins Spiel. Der Verlierer, du weißt es, ne, muss wieder abstoßen. Los geht's. So, jetzt seht ihr mal die beiden Teams. Das Ding ist, du hast einen klaren Vorteil. Aber du hast einen freshen roten Keeper da am Start. Muss man ja auch mal sagen, der Druck ist wieder auf meiner Seite. Stimmt natürlich auch. Ich bin gespannt, wie Neymar in der PSG-Version spielen wird. Ist natürlich einfach nur eine Karte. Wie jeder andere, wie Barca auch. Aber was soll's? Geht's. Wir schauen mal. Let's go. Jetzt, Alter, so Ballverluste. Jetzt! Jawohl, ey. 1-0. Und wer macht es? Zeig weh. Mann, Alter, immer diese Angriffe. Jedes Mal, wenn du im Aufbau den Ball verlierst. Mann, das gibt instant ein Gegentor, ey. Das gibt's nicht. Komm nicht ran. Komm. Mann, ey, ich komm nicht ran nach dem Anstoß. Das ist der klassische Anstoßglitch, Alter, FIFA, du kannst eh nichts machen, ey. Geil, Alter, komm, Alter, ey, Verlängerung, ey. Ey, Elva schießt, Mann, was war das für ein Spiel, Alter, so kurios, ganz ehrlich. Keine Chancen reingemacht. Oh, Neymar, ja. Nice, Neymar, ey, sein Tag, er hat einfach gegen Torwart kassiert. Neymar, das ist echt nicht sein Tag, aber den macht er, ey, nice, okay, komm. Balotelli war so kacke, ne? Er hat so viele Chancen vergeben. Ja, so schlecht. Den macht er. Aber den macht er. Den macht er eiskalt, Alter. Cavani. Ey, immer zweimal durch die Arme. Ey, das ist so eine Scheiße mit den Torhütern, ganz ehrlich. Egal, was du machst, die halten das nicht. Oder doch? Aber das Ding ist, das ist kacke. Du musst diese Elfer, wenn du die flach schießt, guck. Egal, wenn du hinspringst, du hältst den eh nicht. Okay, 3-1, du musst ihn jetzt machen, sonst hast du verloren, ne? Ach, der geht eh nicht. Weh. Das ist ein gebrauchter Tag heute. Ich wollte das da. Shit, ey. Aber du musst den jetzt rein, Mann. Bala. Komm. Ja, mit dem Lupfer. 4-2. Okay, ja. Elfer schießen immer so eine Sache. Ist eh nur Glückssache. Okay, 4-2 gewonnen. Ja, wenig. Das heißt, zwei Spieler abstoßen, ne? Ja, nach Elfer ist doch nur einer. Oder nur einer. Ja, egal, dann nur einer. So, Leute, wir kommen zum Abstoßen. Und ja, ein Spieler abstoßen, weil der Sieg im Elfer schießen war. Das heißt, ich darf mir eine Position aussuchen. Hast du sortiert? Chill kurz. Okay. Den nehme ich, Digga. Warte. Sache. Bisschen überlegen. Sache, wenn du ready bist. Ja, okay. Das wäre natürlich jetzt bitter, wenn du Neymar triffst, aber ich bin ready. Okay, es wäre bitter, wenn du Neymar triffst, sagst du. Dann nehme ich einfach mal die Position, wo Neymar vorher war, linker Flügel. Komm. Ja, gut. So dumm war ich dann doch nicht, Digga. Ich habe ihn noch geswitcht. Es ist Saive, also jetzt nicht der Beste. Saive. Welchen hättest du denn danach genommen? Danach, dein Stürmer. Ja, okay, da hätte ich Joao Mario. Der ist schon ein bisschen besser, aber auch nur 30. Okay, das war's dann von diesem Squadbrother Show, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo. Oder checkt die Folge bei Max aus. Link ist in der Videobeschreibung. Macht's gut, Leute. Haut rein, bis morgen und haut rein. Ciao. Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube? Wax wieder vor euch am Start mit einem weiteren Buy for Special Card auf meinem Kanal. Und heute haben wir mal ein Transfer Prediction Buy for Special Card am Start. Und zwar geht es heute, ihr könnt es im Titel und im Thumbnail schon sehen, um Julian Draxler von PSG nach dem Transfer von Neymar. Und man ist sich immer noch nicht schlüssig mit Mbappé. Wird es für Draxler bei PSG wahrscheinlich keine fucking Zukunft mehr geben. Und jetzt will Bayern Draxler haben. Der FC Bayern München. Der Draxler soll wieder in die Bundesliga kommen. Oh mein Gott, wenn der zu Bayern kommen sollte. Ich glaube, das wird eskalieren, Alter. Der wird da auf jeden Fall gut spielen. Chames hat sich ja schon wieder verletzt. Und dann soll Draxler dem so ein bisschen Unterstützung leisten, beziehungsweise ihn ein bisschen ersetzen. Und was meint ihr zum Transfer zu FC Bayern München? Glaubt ihr, das wird passieren, dass Draxler dahin wechselt? Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir auch in die Kommentare, mit welchem Spieler wir vielleicht als nächstes so ein Buy für Special Card machen sollen. Und weil es passt, machen wir das auch heute mit der Bundesliga. Das heißt, nur Special Karten aus der Bundesliga werden hier heute eingefügt. Wie krass wird das werden? Draxler wieder zurück in die Bundesliga. Ich feiere das irgendwie. Lasst alle schon mal einen fetten Daumen hoch da, wenn ihr das auch feiert. Ich würde sagen, für diese Episode können wir 5555 Likes schaffen. Und Leute, ihr könnt es sehen, ich bin wieder aus dem Urlaub zurück. Ich weiß gar nicht, wann dieses Video kommt. Auf jeden Fall war ich im Urlaub und jetzt ist alles wieder aktuell, meine Videos. Ab morgen geht's auf die Gamescom. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Spieler. Ich würde sagen, wir fangen echt mal im linken Flügel an. Stellen hier dann auch direkt Bundesliga ein.
Und wir schauen mal, was wir hier für Spieler bekommen. Ich bin so gehypt auf FIFA 18, Leute. Ey, da werden so krasse Videos auf euch zukommen. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet es nicht glauben, was ich da schon alles geplant habe. Es wird auf jeden Fall krass. So, unser erster Spieler, der kommt, wird auch noch ein Bayern-Spieler. Ironie des Schicksals, Alter. Wir kriegen halt wirklich einen Bayern-Spieler. Zudem wahrscheinlich der Draxler-Wechselwert. Ich kann den Transfer sogar als möglich empfinden, weil, Digga, das, was soll Draxler jetzt noch bei PSG? Und Bayern braucht sowieso wieder einen Ersatz. Und deswegen spielen wir jetzt schon mal mit Draxler und Douglas Costa hier. Richtig nice, Alter. Und dann kommt doch schon unser erster Spieler rein, Leute. Ausgerechnet auch noch ein Bayern-Spieler. Das passt einfach so krank zusammen. Vielleicht ist das sogar ein Zeichen, dass er halt wirklich wechseln wird. Man weiß es nicht. So, wir suchen unseren Stürmer, stellen hier direkt wieder die Bundesliga ein, natürlich. Ey, nächstes Jahr bin ich echt gespannt, ob der Bayern wieder so easy erster Platz wird oder ob es dann doch wieder ein Kampf zwischen BVB wird, zwischen Bayern, zwischen Leipzig. Es gibt jetzt ja richtig viele, die oben mitspielen. Mal gucken, ey, nächste Bundesliga wird auf jeden Fall lit. Wir suchen jetzt aber erstmal unseren Stürmer und ich könnte doch Special einstellen. Ich suche hier einfach nach goldenen Karten und das wird Hahn, Alter. Soll ich hier geizen oder den einfach für 19.000 holen? Ich glaube, ich hole den einfach für 19.000. Soll ich jetzt nicht rumgeizen, ey. Jetzt haben wir einen Gladbach-Spieler hier am Start. Okay, das ist gar nicht schlecht. Movember-Karte von Hahn wird direkt gekauft. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Verlust gemacht mit dem. Ich denke, der ist aber so um die 15.000 bestimmt wert. Das heißt, ein bisschen Verlust haben wir schon gemacht. Aber sollen wir den rechten Flügel zum Schluss machen? Hier könnte ja auch Ousmane Dembélé noch kommen als Special-Karte. Aber das machen wir, glaube ich, zum Schluss. Weil wenn der noch zum Barcelona wechselt... Ich will es jetzt endlich wissen, Mann. Die zögern und zögern. Und man weiß einfach nicht, ob er jetzt wechseln wird oder nicht. 50% ist die Wahrscheinlichkeit immer noch, dass Ousmane wechseln wird. Aber er hat nur noch 11 Tage, sogar 10 Tage nur noch. Und dann denke ich, machen wir einfach mal beim linken Verteidiger weiter. Ich habe jetzt auch schon Special eingestellt. Und würde sagen, wer kann denn der linke Verteidiger werden? Hector, Plattenhardt, irgendjemand von den beiden will ich haben. Hector gefällt mir gut. Plattenhardt benutze ich auch immer in meinen Showdowns als Team of the Season. Und deswegen machen wir das diesmal mit der Nase auf der Xbox One natürlich, Leute. Boom, und es kommt Hector. Es wurde leider nicht Plattenhardt, der Team of the Season. Den habe ich sogar gerade noch auf der Transferliste. Aber Hector, glaube ich, habe ich auch noch im Verein. Ich gucke mal direkt nach, ob ich den habe. Guck hier in meinem Verein. Nee, habe ich gar nicht mehr. Muss ich dann kaufen gehen. Und dann haben wir schon wieder unseren nächsten Spieler. Ey, ich glaube, dieses Bundesliga-Squad wird gleich lit. Und wenn ich am Ende verlieren sollte, muss ich das ganze Team abstoßen. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Wir werden es nur. Das geht ja heute relativ schnell hier, Mann. Ich feiere das, dass wir gerade hier so durchrushen durch die Bundesliga. Köln-Spieler, Bayern-Spieler, Gladbach. Und vielleicht zukünftiger Bayern-Spieler, man weiß es nicht. Vielleicht wechselt er doch auch noch zum Barcelona oder so, aber irgendwie wird es da ja auch nichts. Ich habe keine Ahnung, was jetzt mit Draxler passieren wird, aber Bayern würde ich auf jeden Fall feiern. Ich bin jetzt kein Bayern-Fan, aber ich feiere es einfach, dass er dann in die Bundesliga kommt. So, Dream Squad will ich nicht suchen, sondern Transfermarkt. Und wir suchen unseren rechten Verteidiger. Was meint ihr, Leute? Wer wird es jetzt werden? Egal, ich suche einfach mal, ich lasse mich überraschen. Und wir checken einfach mal ab, wer es wird. Let's go, Alter. Peace Check. Leider nicht der Team of the Season. Ich habe jetzt extra Peace Check so ausgesprochen, weil das immer der Road to Shore machen. Peace Check, that's nice. So spricht er den immer aus. Ihr kennt alle Road to Shore, Alter. Feier ich auf jeden Fall übel. Und wir kriegen Peace Check. Lahm wäre auch krass gewesen. Ah, okay, Peace Check wäre hier so oft auf der Seite gewesen. Korb ist auch lit. Ja gut, mehr gibt es da auch, glaube ich, gar nicht als Special-Karten auf der rechten Seite. Nee, Mann. Meine Transferliste ist auf jeden Fall noch voll, Leute. Also falls ich gleich keine Coins mehr haben sollte, da gehen bestimmt auch gleich noch ein paar Spieler weg. Aber wir haben eh genug, glaube ich, für dieses ganze Buy First Guy. So, Pisscheck wird eingefügt. Und wo machen wir ihn jetzt mal weiter? Sollen wir hier beim Torwart mal weitermachen oder direkt im ZM? Ich glaube, ich suche jetzt einfach mal einen Torwart. Hier wird jetzt Manuel Neuer auf jeden Fall am Start sein. Aus der Bundesliga. Wo ist sie denn? Da ist sie. Und jetzt komm schon, Manuel Neuer, Baumann oder irgendwie Fährmann, so eine Spieler feiere ich. Eigentlich feiere ich jeden, der da kommen kann. Bernd Leno ist auch krass, alle sind krass, Digga. Ich suche einfach mal und wir checken ab, wer es wird. Und den hatte ich gar nicht mehr in den Gedanken gehabt. Ich hatte eher so ein Baumann-Team of the Season Gedanken gehabt. Oder so ein Birky, aber what? Was sind die für Spieler? Ja, Manuel Neuer, das wäre krass gewesen. Nice. Und da ist auch schon wieder unser Keeper am Start. Und das ist schon wieder eine neue Mannschaft. Guck mal, wie viel wir hier haben. BVB, Hertha, Köln, Bayern, Gladbach. Vielleicht kommt jetzt hier schon die nächste Mannschaft. HSV, gibt es da überhaupt einen zentralen Mittelfeldspieler als Inform oder so? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir suchen einfach mal und gucken, wer da kommt. Goretzka, Alter. Der hat auf jeden Fall übel rasiert im Confed Cup. Vom Schalke. Ich glaube, den haben wir auch noch nicht, diese Mannschaft hier am Start. Schalke, die nächste. RB Leipzig könnte man gleich auf jeden Fall Keita noch bekommen. Ja, Digga, gefällt mir auf jeden Fall. Die nächste Mannschaft am Start. Nice, okay, wie gesagt, Dahoud gerade kein Bild gehabt. Hier wäre nochmal Goretzka gewesen. Wir holen uns ihn jetzt einfach und danach suchen wir den nächsten
ZIV, sonst wüssten wir, dass wir hier gleich Cater bekommen werden und warten dann ein bisschen ab und dann machen wir das wieder so bam bam. Und dann ganz zum Schluss, wie gesagt, der rechte Flügelspieler. Dembélé muss auf jeden Fall kommen. Wen gibt's da noch so? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist Dembélé für mich der Beste aus der Bundesliga momentan. Und wir tun dann hier auch unseren Goretzka direkt rein und das wird hier gerade alles richtig bunt. Man of the Match, Wants to Watch, alles mögliche haben wir hier am Start. Ein Team of the Season fehlt mir jedoch. Vielleicht kommt jetzt Hummels. Hummels, Süle, Orban, Team of the Season, Hauptsache wäre jetzt Lit. Lituation ist jetzt angesagt, da war die Bundesliga. Ich denke mal, ich bin schon vorbei und dann war ich noch gar nicht da. Was ist denn los mit mir? Was ist denn los mit dir? So, wir suchen deshalb, wer kennt das noch? Von wem kommt das, Leute, ab in die Kommentare? Was ist denn los mit dir? 3, 2, 1. Team of the Season Time ist am Start und... Ey, Mann, Alter, der 88er Hummels. Warum nicht der Team of the Season? Den gibt es doch als Team of the Season. Wir kriegen den 88er. Mal gucken, ob er hier gewesen wäre. Hier wäre Süle gewesen, erst in 36 Minuten. Holy shit, Alter, der Transfermarkt ist auf jeden Fall am Auslaufen. Keiner spielt mehr FIFA 17, jeder wartet auf FIFA 18 mal. Und ich meinte eben natürlich mit Dembélé, bester Spieler aus der Bundesliga, auf dieser Position, auf dem rechten Flügel oder linken Flügel. Er ist für mich einfach so heftig, Alter, beidfüßig und einfach krass, dieser Spiel. Ja, Mann, Leute, ich habe auf jeden Fall heute noch so viel zu tun. Ich muss noch 4 Videos cutten, ich muss noch zum Friseur und dann geht's morgen los auf die Gamescom. Ich freue mich schon übel, euch mal wieder zu treffen im Real Life. Bisschen mit euch zu quatschen. Wird auf jeden Fall krank, wenn ihr mich sehen solltet. Sprecht mich einfach an, traut euch. Und dann können wir ein bisschen quatschen. Jetzt wird aber, ja, der nächste ZM gesucht. Na genau, wir hatten jetzt gerade einen Innenverteidiger, jetzt wieder ein ZM. Und ich würde sagen, der wird wieder krass. Ich will jetzt endlich ein Team of the Season haben. Cater oder so. Stindl wäre hier gewesen, Cater wäre hier gewesen. Wir kriegen, ja, hier einen stabilen Spieler vom Werder Bremen. Da ist schon wieder die nächste Mannschaft am Start. Aber wir haben jetzt schon ein Duplikat, beziehungsweise einen Doppelten. Und zwar Costa und Hummels. Aber egal, Digga, das ist trotzdem lit. Wir haben schon so viele verschiedene Mannschaften. Mal gucken, was gleich noch geht. Wir holen uns jetzt unseren ZM und dann gehen wir zu den letzten 2 Positionen. Es wird jetzt aber auch mal Zeit, dass hier was von meinem Transfermarkt weggeht, weil sonst sind wir gleich broke und können uns die beiden Spieler hier nicht mehr leisten. Jetzt machen wir hier mal schnell Durchgang. Ich will gar nicht so viel labern, Leute. Ich laber und laber den ganzen Tag weich. Wir suchen einfach mal direkt und kriegen Sokratis, Digga. Jetzt haben wir den nächsten BVB-Spieler am Start. Gefällt mir. Sokratis ist ein stabiler Spieler, aber ich habe nicht mehr so viele Coins. Scheiße, Mann. Ich muss jetzt ein paar Spieler verkaufen gehen. Und wir gehen auch schon zur letzten Position. Ich bin gespannt, ob es jetzt wirklich Usman wird. Ich habe jetzt schon alles eingestellt. Das heißt, ich muss nur noch die fucking Y-Taste drücken. Oh mein Gott, Usman Dembélé. Ich will jetzt mit dir spielen. Komm in mein Team. Wir suchen in 3, 2, 1. Der letzte Spieler wird. Es wird und es wird. Nicht Dembélé. Er ist hier gewesen. In 33 Minuten läuft er ab. Der Wants to Watch, es wird Bellarabi. Das ist auch nicht schlecht vom Leverkusen mit 90 Tempo. Okay, Digga, Bellarabi wird unser letzter Spieler. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Spiel. Wenn wir verlieren sollten, müssen wir das ganze Team abstoßen. Das würde mir auf jeden Fall wehtun. Das ist safe. Eine Mille wert, das Team. Mal gucken, was geht. Gleich. Wir haben unseren Gegner gefunden. Er hat auch diese Einhorn-Trikots, die man für die SBC mit dem 84er Plus bekommt. Und wow, Digga, der Typ hat ein stabiles Squad-Team mit Footy-Card, mit Girard. Als lebende Legende. Oh shit, Digga. Aber was soll der Bronzestürmer da vorne drin? Ist das nicht Akinfenwa? Boah, das Team spielt, glaube ich, richtig nice. Fühlt sich auf jeden Fall gerade lit an, wie die schon spielen. Und jetzt schicken wir. Das war kein Abseits. Komm, setz dich durch. Ey! Draxler jetzt. Zack, wir spielen ihn einfach mal auf Costa. Und machen jetzt ein paar Doppelpässe. Oder auch nicht. Wer geht da ab? Das ist Hahn, das ist Hahn, das ist Hahn. Der muss das machen. 1-0. What? Was war das denn für ein Schuss? Boah, kommt der gut. Shit, war der heftig. Was ein Freistoß von meinem Gegner. Boah, was war das denn für ein starkes Tackling, ey. Warten wir ab. Spielen ihn durch. Spielen ihn nochmal durch. Spielen ihn nochmal durch. Und das ist das Tor. Das ist das Tor, das 1-0. Das war stabil gemacht. Kann man nichts gegen sagen. Geht doch. Stabil. Boah, was war das denn für ein Pass, ey? Krank rüber, Bellarabi, Alter, seit wann kannst du sowas? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, der geht doch noch fast rein. Mal gucken, was jetzt in der zweiten Halbzeit abgeht, Leute. Oh mein Gott, war das stark gemacht. Wir warten ab und jetzt schießen wir einfach mal rauf und gucken, ob der reingeht. Wer war das? Wer hat dieses Tor gerade geschossen? Oh mein Gott, das war sogar noch Draxler. Sauber, jetzt kommt, zack, zack, zack. Oh, shit.
Oh shit, und da ist das 3:0. Das war eine geile One-Touch-Kombination und dann war es zu schnell für den Gegner. Hansi! Boah, fuck, Alter, danke. Komm jetzt, Skillrun. Wo ist Costa? Ich will noch einen Skillrun raushauen. Da unten ist er. Douglas Costa, der hat 5-Sterne-Tricks. Mal gucken, was jetzt hier geht. Rabona Fake, Waka Waka, Borrow Flick. Noch Rabona Fake, bro. Okay, das war's, glaube ich. Ja, das war's, Leute. Wir müssen das Team nicht abstoßen. Ich hoffe, dieses Buy für Special Cut hat euch gefallen. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr zum Wechsel sagt von Draxler zum FC Bayern. Ich würde es auf jeden Fall feiern, dass er zurück in die Bundesliga kommt. Lasst jetzt einen Daumen hoch da. 5555 Likes. Darüber würde ich mich freuen, Leute. Wir sehen uns auf der Gamescom. Für alle, die da am Start sind, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und Peace. Hey there, how are you doing? Welcome to the most hated players in FIFA right now. All year long, these players have caused us so much damage in Ultimate Team, whether it be for champions, legit, people have got stressed thanks to these players. These are players who you've voted for the most. So, in goal, you guys know what's gonna happen here. We're gonna go with, of course, a guy by the name of Jack Butland. I mean, as amazing as he is when we use him, it's incredible how he plays when you play against someone with him. For me, I've always said that there are some players that when you use them, they're good. They're very good, in fact. Butland, for me, has been very good. Sometimes he can let their goal in or rebound kind of happen, but still, for me, he's been like an 8, 9 out of 10 player for the most part. However, whenever you come up against him, he plays like he's wanting a new contract the next morning. He is that insane. He just gets everything in the goal. He just scrapes everything up, man, and just... he's always amazing when you come up against him, and for champions, this guy's cost us all so many wins. Even in penalty shootouts, he's been a savior for so many players. I mean, I think we can all agree on that one. Moving on, we're gonna go to another very popular player in the game, for sure, 100%. This guy's probably maybe the most popular centre-back in the game. It's gonna be Chris Smalling. And again, a player I would probably say for me, he's always been a 10 out of 10, he's awesome. However, he is definitely one of the most hated centre-backs in this game for a reason. He plays like he's a 90-rated player. He is 100% a very hated player in this game. He really is. Now, next up is a bit of a surprise, but this guy kept coming up on Twitter and also on Instagram as well. We did like a bit of a poll. And it's, Chiellini. No matter which rated card he's got, everyone says he is a brick wall. Can't get round him. And, I mean, to be honest, looking at this card, guys, I mean, you know I always look at the cards a hell of a lot. And I don't know how I missed it. I didn't realize he had 99 defending. I just didn't look at it. I don't know why. Anyway, I'm going to go with that one there. Chiellini was one of the most popular ones that you guys wanted in this team. Right back, and by the way, these are position based, so we could maybe add some more maybe on another video maybe. Right back though, we're gonna go with... right back, we're gonna use a guy who may be a interesting choice, but I think it makes sense. We're gonna go with Aurier. Really, really affordable player. And the fact that he's got 85 pace, 80 defending, 85 physical at the start of this last FIFA, was just unreal. Like, it was almost too good to be true. Yeah, we could actually use his card at the start, obviously, with those stats, and it really was a big reason as to why he is on this list. Now, left back is a very debatable one. For me, I'm not sure, but these are your guys' choices. So I'm gonna go with Felipe Luis. Now, the reason being for this is that he's very tricky to get past. Yes, other players have got more pace, yet this guy's very strong. He's always in the right position. He's got really good positioning, I think stats in game as well. And he's just hard to get past, man. As simple as that. Very solid left back, and that's why he makes this list, guys, of the most hated players in FIFA 17. CDM, though, gonna go with, of course, you're probably gonna predict this one. If you guys wanna watch this video and try and predict as you're going, comment down below with the player names. Gonna go with N'Golo Kante, and I'm not gonna go with these cards. Gonna go, no, wait, hold on. Gonna go with 83 Kante, because as if that Kante wasn't great enough, they gave him an upgrade of +2, which was, of course, deserved, definitely probably more. And he really is just unreal on this game. He is, for me, my best player I've used. And even going up against him, guys, I can tell you, he is so annoying to play against. He's everywhere. Such a great box-to-box midfielder. And he can get you goals as well. So he can really just cause damage from a lot of angles. Anyway, CDM next to Kante, which, again, I think you guys may guess this. I'm going to go with the Bayern Munich player, who, I'm just saying, just throwing it out there. Wouldn't it be amazing if Liverpool could loan Sanchez for like a season? And that would be cool. He'd get more game time. Although, speaking to a few German friends who support Bayern,
and they really want to see him play this season alongside Vidal more after Alonso's left. But I'm going to go with Sanchez, definitely one of the most popular cards as well. Moving on though, to the cam spot is a guy who I've said before, for some reason, I just can never get used to his card. I played okay with his card. I loved his card, but I just didn't love it enough where like Martial was one of my best, whereas Kante was one of my best. Sanchez was brilliant. Son, for me, he always played better for other teams. And I don't know why. In for Champions, he always scored against me. There was never a game when I played against him when I think he didn't score. He was honestly, he's lethal in this game. Now, going to go on to another surprise addition, but again, you guys may guess it as well. Going to go with Sebastian Giovinco. A lot of Giovinco comments came up with this guy. I mean, if you look at his regular card, his stats are insane. 87 dribbling, 89 pace, good shooting for that kind of card as well in the MLS. And if you just go and get like a few informs or even a monthly reward with this card, then you're laughing, man. 83 passing, 85 shot. His team in the season card was just unreal. Gonna choose that one actually because it's just too good. Anyway, on to the two strikers who you 100%, I think you're probably gonna guess, guys. These are two of the most hated players in the whole game. It's gotta be Anthony Martial, and he could have even gone with any of these cards because he feels like a 94 rated player. Martial, though, regular card. I mean, I've shown you his record before. That speaks for itself. He's just amazing in game. And a lot like Heung-min Son, like, he just always scores against me. I don't know what it is. Martial and Son have probably scored more goals against me than any other player in this game. It's actually in just insane. Now, guys, the final card, which for me is definitely probably the most hated card in this game, is Musa from Nigeria at Leicester in the Premier League. I mean, this guy is just so hated in an Ultimate Team. He's just absolutely loathed, man. Like, you can buy this guy now for like less than 1,000 coins and he can score like 2 goals a game. He's just perfect striker, but he's so hated in FIFA. Hope you guys enjoyed this different video today. I really wanted to do like a different kind of squad builder where you guys could be interactive with it. Comment down below who is your most hated player and why. For me, it's probably Heung-min Son. I've got to be honest, guys, he always scores without fail against me. Every time I play him, he scores a goal. It's mad. Anyway, hope you guys enjoyed it and I'll see you later.